schön, dass Sie da sind. So ein großes Event wie das Wintergame wirft natürlich auch immer große Schatten voraus. Und ja, 73 Tage, wir sind von der Organisation her natürlich jetzt schon wirklich in der absoluten Hochphase. Die ganzen technischen Voraussetzungen, die ganzen technischen Dienstleister, die nach dem letzten Bundesligaspiel hier am 22.12. in die Arena kommen und anfangen, das Stadion dann umzubauen in ein Eisstadion. Die sind jetzt bereits alle beauftragt. Jeder weiß, wann er wo zu sein hat. Das ist natürlich ein ganz großes technisches und infrastrukturelle Herausforderung, die da auf uns wartet. Es ist natürlich auf der einen Seite sehr, sehr spannend, aber wir freuen uns auch auf die Herausforderungen. Wir haben über die SAP Arena irgendwo natürlich große Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren, was Organisation von großen Veranstaltungen betrifft. Aber es ist sicherlich für uns auch nochmal eine ganz, ganz spannende, große Herausforderung, wenn das Wintergame auf uns wartet. Und alle Kolleginnen und Kollegen, die an dem Event arbeiten, sind hochmotiviert. Wir freuen uns auf das Wintergame und wünschen allen einen Riesenspaß.